Falls die Qualität nicht ganz so bescheiden ist, dann werdet ihr dieses Video auch noch sehen. Ich wollte euch kurz mein Face of the Day zeigen. Und zwar hat mein Rucki-Zucki-Make-up. Also das geht immer ganz, ganz schnell. Wieder die Eyeshadow Base von Art Deco. Wie immer auf dem ganzen Lid verteilen. Und dann habe ich mein MAC Big Bounce Eyeshadow benutzt. In der Farbe Trophy. Der kostet 20 Euro. Ja. So sieht die Farbe aus. Richtig, richtig viel in dem Töpfchen. Man braucht nur minimal. Die Farbe habe ich auf das ganze bewegliche Lid aufgetupft. Ein Tube könnte sein von Barry M. Das Pigment 10. Ja, glaube ich zumindest. Es geht halt nur darum, dass ihr einen schönen, natürlichen Ton nimmt. Ja, das sieht so ein bisschen gebräunt aus, finde ich. So rosé-braun. Ich mag die Farbe sehr gerne. Und dann in der Lidfalte habe ich einfach einen dunkleren Ton genommen. Da habe ich aus der NOX-Palette diesen schönen braunen Bronzeton genommen. Ja. Fällt gerade auf, ich habe die Mascara vergessen. Da würde ich jetzt die P2 Big Drama Mascara nehmen. Und auf den Lippen habe ich von MAC aus der Wonder Woman LE die Farbe Marquis de genommen. So ein Rosé Nude mit silbernen Schimmerpartikeln. Da könnt ihr jeden leichten Lippenstift nehmen, der schön natürlich ist. Also muss es nicht MAC sein oder sowas. Es geht halt nur drum um die Farbe, ne? Ja. Das ist mein Rucki-Zucki Make-up. Mache ich immer, wenn es schnell gehen muss. Schreibt mir doch mal in die Infobox, was ihr so macht, wenn ihr nur ganz wenig Zeit habt, auf was ihr dann nicht verzichten könnt und welche Kombination zum Beispiel, also welche Farbkombination ihr dann verwendet. Das war's auch schon. Tschüss!